Dieter Nuhr, überzeugen durch überraschen. Wenn alles verboten wäre, was ich beklage, dann dürfte man sich gar nicht mehr bewegen. Ja, mancher beherrscht die Angelegenheit mit der Kunst der Worte und der Rhetorik. Dieter Nuhr ist sicherlich einer davon. Der steht ja seit über 30 Jahren auf der Bühne, soll man gar nicht meinen. Der kommt immer so jugendlich daher. Na, er ist auch schon über 60 und hat ganz, ganz viel Erfahrung. Und auf die Dinge, die er so kommt, kommt er natürlich meistens nicht spontan. Er hat ja Programme, die er vorbereitet. Deswegen wirkt das immer so toll und spontan gemacht. Also gute Vorbereitung führt zu Spontanität oder spontane Wirkung jedenfalls. Auf die Dinge, auf die er so kommt, muss er aber auch erstmal kommen. Rhetoriktricks von Dieter Nuhr zum Mitnehmen. Wie du gut dastehen kannst und dir die Lacher holst, ohne viel denken zu müssen. Was Dieter Nuhr jetzt gleich sagt, das ist ein alter Hut tatsächlich. Also das wurde schon in Hunderten von Talkshows und sonstigen Dingen auf Bühnen immer wieder erzählt und gesagt. Also der Vergleich, der da jetzt gleich kommt, dieser Bezug. Nichts Neues an der Stelle, aber das Ding funktioniert immer. Es ist völlig wurscht, wo es auftritt. Es funktioniert tatsächlich immer. Und deswegen nutzt es auch Dieter Nuhr. Ich denke immer, ich versuche Witze zu machen auf der Bühne, habe aber den Eindruck, dass die Realität immer versucht, mich zu toppen. Und dass es ihr auch oft gelingt. Es funktioniert immer, weil die Situation dazu passt. Weil die Art und Weise passt, wie Dieter Nuhr das rüberbringt. Und die meisten von uns zu dem Spruch sofort ein Beispiel im Kopf haben. Da kommt ein Bild hoch. Das, was jetzt kommt, hat die größte Wirkung tatsächlich. In den letzten gefühlt 1000 Talkshows, in denen Dieter Nuhr zu Gast war, er kommt gar nicht so oft, aber gefühlt 1000 Stück, wurde diese Frage immer wieder gestellt. Also das ist ein alter Hut an der Stelle, was die Fragestellung betrifft. Der weiß auch, dass diese Frage kommt. Es ist die Frage nach seiner Zeit als Messdiener. War er natürlich jünger, schon klar, aber er war Messdiener. Und wer Dieter Nuhr kennt, der weiß, mit der Kirche hat er nicht wirklich viel am Hut. Also was er jetzt auf die Frage zu seiner Messdienererfahrung sagt, das ist wirklich ganz große Rhetorikkunst, denn da bringt er Dinge zusammen, die auf sowas kommt ein normaler Mensch gar nicht. Ich schätze auch an der Stelle, dass es irgendwie vorbereitet. Die Frage kennt er, die kommt öfter, das hat er irgendwie im Hinterkopf. Er bringt seinen Job als Kabarettist zusammen mit der 2000-jährigen Geschichte der Kirche. Und zwar auf eine Art, die wirklich genial ist. Also es ist genial, wenn es ihm gerade eingefallen ist. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich vermute mal, das hat er in seinem Hinterkopf-Repertoire. Frage des Moderators. Was haben Sie gelernt aus Ihrer Messdienerzeit für Ihren künftigen Beruf als Kabarettist? Dass man ein Programm 2000 Jahre spielen kann und es kommen immer noch Leute. Worte und Zusammenhänge zu verdrehen, das ist die große Kunst von Dieter Nuhr. Er ist auch der Chef des Halbsatzes. Also das beherrscht er wie kaum ein anderer. Übung und Training stecken natürlich dahinter. Ich glaube ja, er kann schon gar nicht mehr anders. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er es im Privaten macht, aber ich vermute mal, das schimmert dann doch schon mal immer gerne wieder durch, was er dort seit Jahrzehnten auf der Bühne zelebriert. Großartiges Beispiel dazu ist die auch immer wiederkehrende Frage zu seinem Vater. Sein Vater war Beamter in hoher Position und er soll wohl Neuem völlig abgeneigt gewesen sein. Und dass das so ist, kann man mal so sagen, aber so wie es Dieter Nuhr sagt, da haut es einem fast vom Hocker, also vor Schmunzeln, Lächeln und innerem Gelächter. Frage des Moderators, Ihr Vater soll ja ein Fortschrittsverweigerer gewesen sein. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wenn mein Vater Leiter der Evolution gewesen wäre, wären wir alle noch Einzeller. Ganz große Rhetorikwirkung entsteht, wenn man Vergleiche zusammenbringt, die eigentlich gar nicht zusammenpassen und total überraschend daherkommen. Es grüßt der Einzeller. Kunst kommt natürlich von Können, Rhetorik, Kunst allemal. Und Dieter Nuhr steht seit vielen, vielen Jahren auf der Bühne. Er macht seine Programme, er studiert die ein, er trainiert die und deswegen läuft es auch so, wie es läuft. Also, Top-Rhetorik heißt Trainieren von Rhetorik. Dabei muss man es nicht übertreiben und nicht 30 Jahre auf der Bühne stehen, bevor das klappt. Das geht ein bisschen flotter. Aber Training ist der Schlüssel zum Erfolg. Und was erschwerend hinzukommt, und das geht sehr viel schneller, als das zu trainieren, Dieter Nuhr hat totalen Spaß an dem, was er macht. Wie geht's dir damit?